viele Leute, die mich lange kennen, wissen, dass ich länger keine Orchester-CD gemacht habe. Und jetzt kehre ich zurück to the roots. Wir wollen es eben eher aus der klassischen oder frühromantischen Sicht machen. Und ich glaube, da passen die drei Stücke ganz gut zusammen. Diese Beziehung zum Weber hat fast jeder Klarinettist, also eine tiefe Beziehung mit Weber. Durch die Jahre habe ich meine Meinung zum Weber im Allgemeinen und zu diesen zwei Konzerten insbesondere geändert. Ja, bei Weber ist natürlich gerade diese Tradition aus dem Freischütz heraus, dass man den eben schon eigentlich wie Wagner spielt. Und ich glaube eigentlich nicht, also gerade bei den Instrumentalstücken, dass es so gedacht war von ihm. Ich suche diese Leichtigkeit in dem Stück und auch bei meinem Spiel. Ich will nicht so robust mehr sein und versuche, ein bisschen es lockerer zu sehen, ein bisschen mehr Rossini zu sehen. Ich habe Courcelle irgendwie in meinem Laufbahn nicht so viel gespielt. Und das Interessante ist, dass er wirklich in dieser Zeit in Deutschland rumkursierte. Der spielte diese Stücke. Haben Sie sich getroffen? Hat eine von der anderen gehört? Hat Courcelle Weber Konzert gehört? Oder hat Weber sogar Courcelle Konzert gehört? Also es ist schon deutlich hörbar, dass es die gleiche Epoche ist. Sie haben doch große Ähnlichkeiten und auch, finde ich, auch stilistisch eben noch eher aus der Klassik rüberkommt als aus dann der wesentlich schwereren und bedeutenderen romantischen Tradition. Kurpinski ist eine Klarinettenkonzert, die in Polen sehr bekannt ist. Ich finde, das ist auch ein Stück, die vergessen ist in der ganzen Welt und auch schade. Es ist nicht genau 1811 wie die anderen zwei Stücke, aber es ist trotzdem noch nicht ganz romantisch. Also es passt noch in diese Zeit. Es ist ja vor allen Dingen jetzt erstmal ein Projekt von Charon. Man, das muss man ja auch alles spielen. Ich mache ja nur so. Also, man, erstmal sagt die mir, was Sache ist. Eine Aufnahme braucht wahnsinnig viel Kraft. Es interessiert mich einfach, diese Beschäftigung mit sich selbst, reizen bis geht nicht mehr, wo kann ich hin, was will die Welt hören? Und dann dreht man zurück und denkt, nee, was möchte ich die Welt sagen? Ich finde die Kombination reizvoll und ich finde aber eben auch die Abwechslung. Interessant, dass es eben nicht nur ein Komponist ist. Es ist kurzweilig und es passiert viel. Das Orchester spielt richtig, richtig schön und es passt gut zusammen.
Und es wird natürlich wahnsinnig gut Klarinette gespielt, das sollte man nicht vergessen. Ja. Wenn man sich für so eine Musik interessiert oder möchte sehen, ob es einen interessiert, soll man einfach mal draufklicken.